Hi. Ich bin Leon, ich bin im 6. Semester Illustrationsdesign an der HTK in Berlin. Ich lese nicht so viele Comics, aber ich finde Hellboy eigentlich immer ziemlich cool, wenn ich Illustrationen davon sehe. Aber außerhalb von dem amerikanischen Spektrum lese ich auch viele Mangas und da ist mein Favorit, glaube ich, JoJo's Bizarre Adventures. Ich zeichne am liebsten Character Designs, Creature Designs, Environment Arts und vor allem auch mechanische Sachen sehr gerne. Also ich bin großer Fan von so Robotern und Mech Design und habe mich da schon ein bisschen drin versucht. Nach dem Abschluss würde ich, also der Traum ist natürlich Freiberufler zu sein, dass man halt alles machen kann, was man will. Aber ich fände es auch cool, in einer Agentur zu landen und ich habe durch die 3 Jahre Erfahrung jetzt so ein bisschen gemerkt, dass ich auch gut mit Aufgaben klarkomme und ja, das wäre auch cool. Also bei den traditionellen Sachen hat man halt die Textur von den Stiften und vom Papier 100% unter Kontrolle und weiß genau, was man macht. Aber das Digitale bietet halt einfach mehr Möglichkeiten. Es sind so viele coole und aufwandabnehmende Features mittlerweile in Photoshop und so drin. Das ist einfach leichter und in einem gewissen Maß smarter, damit zu arbeiten. An den Dozenten der HTK finde ich besonders cool, dass die meisten oder eigentlich alle wirklich richtige Profis sind. Das sind wirklich Künstler, die aus der Branche kommen, wissen, was sie machen, wissen, wie sie Sachen verkaufen und vor allem auch vorstellen. Das ist ja, die Präsentation ist ja mit das Wichtigste. Und das wird einem hier echt gut beigebracht, wie man mit seinen Arbeiten umgeht und auch weiter drüber nachdenkt. Also wenn man ein Artwork abgeschlossen hat, lernt man hier jetzt auch, was man damit dann tun kann. Und dann geht es halt quasi weiter noch. Also ich bin ja jetzt so gut wie durch. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich gut und schnell an irgendeiner Agentur ankomme und mir das genauso viel Spaß macht wie hier.